Wir gehen weiter. Wir sind im ersten Kapitel, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Das, was jetzt hier angesprochen wird, hier, er wird kommen in den Wolken. Was ist dies nun? Ist es die Entrückung der Gemeinde? Oder ist es das zweite Kommen des Herrn auf Erden mit seinen Heiligen und Engeln? So wie es hier sichtbar ist, ist es das zweite Kommen und nicht die Entrückung. Denn der Herr hat versprochen, dass er wiederkommen wird auf Erden, damit er sein Königreich aufbaut. Bis jetzt hat der Herr kein Königreich angenommen als Mensch. Natürlich ist er der Herr der Herren und der König der Könige, aber als Mensch noch nicht. Er ist noch nicht beim Davidsthron gesessen. Und so wie es auch prophezeit worden ist, dass er die... Viele sagen, ja, er ist schon geistlich jetzt König und haben irgendein Datum gegeben. Aber hier steht, dass ihn jeder sehen wird, wenn er das Königreich auf Erden aufnehmen wird. Wenn er sagt, alle, dann jedes Auge, jeder Mensch wird ihn sehen. Alle Menschen werden ihn sehen. Und er sagt, er wird mit den Wolken kommen. So wie er aufgestiegen ist, eine Wolke hat ihn nach oben gezogen vor den Augen seiner Jünger. Er ging ins Himmel in einer Wolke, und so wie er gegangen ist, so wird er wieder kommen. Was nun die Entrückung angeht, liebe Geschwister, das ist für viele noch ein Geheimnis. Sie sagen, die Entrückung geschieht gleichzeitig mit dem zweiten Kommen, aber das stimmt nicht. Es ist ein anderes Ereignis. Es sind zwei verschiedene Ereignisse. Die Entrückung ist vor dem Erscheinen des Antichristen, denn die Gemeinde wird dieses, was kommen wird in den 7 Jahren, nicht durchmachen, denn der Herr wird sie bewahren, die Gemeinde, weil sie das Wort bewahrt hat. Und sie wird die großen Prüfungen nicht durchmachen. Aber wenn der Herr zum zweiten Mal kommt auf Erden, dann werden ihn auch die sehen, die ihn durchstochen haben. Das sind die Nationen, das sind die Römer. Nicht nur die Israeliten werden ihn sehen. Die Israeliten werden ihn sich berufen an ihm. Sie werden ihn rufen, dass er kommen wird. Und der Herr hat es prophezeit. Er hat gesagt, weil er mich jetzt nicht angenommen hat, wo ich das erste Mal gekommen bin. Natürlich, der, die sie angenommen haben, sind jetzt Kinder Gottes, die nicht aus Blut geboren sind oder Wille Menschen oder einer Frau, sondern aus dem Willen Gottes geboren sind. Diesen hat der Herr dem Recht gegeben, dass sie Kinder Gottes sind. Unabhängig von der Nation, Sprache, Volk, Zugehörigkeit, denn die Gemeinde des Herrn wird aus allen Nationen zusammengesetzt und Israel. Heute die Gemeinde ist nicht nur der Nationen, es ist auch die Nation, Israel ist auch dabei. Sie werden auch im Heiligen Geist getauft. Aber als Nation haben die Juden den Christus noch nicht als Messias angenommen. Und er sagt ihm, wer hat gehört, dass eine Nation in einem Tag geboren wurde? In einem Tag, eine ganze Nation. Und das ist die Wiedergeburt, wenn sie nach dem Messias fragen, den sie der Nation gegeben haben. Und er wird in Ehre und Macht kommen. Denn sie werden eine große Trübsal durchmachen, die Israeliten. Sie hat auch die Trübsal des Jakobs. Und von da fängt es an, aus Jerusalem. Und da wird sie auf die ganze Welt sich ausbreiten, diese Trübsal. Und in diesem Zeitraum, liebe Geschwister, werden die Dinge sehr schwer sein für die gesamte Menschheit. Und hier konzentrieren wir uns noch auf das, was da steht. Alle Menschen werden ihn sehen, alle Augen. Er kommt nicht versteckt, denn der Herr kommt das zweite Mal als Herrscher. Als König wird er das zweite Mal erscheinen. Als Löwe und nicht als Lamm wird das erste Mal. Das erste Mal hat er sich gedemütigt. Und die Menschen haben mit ihm gemacht, was sie wollten. Sie haben sich über ihn lustig gemacht, sie haben ihn verfolgt. Sie haben über ihn schlecht gesprochen. Aber das zweite Mal wird er nicht in so einer Form kommen.
Er wird die bösen Menschen jetzt nicht mehr annehmen und die Lügner. Mit dem Hauch seiner Stimme wird er sie verschwinden lassen. Mit einem Wort wird alles endgültig werden. Der Herr kann die schlechten und bösen Menschen nicht mehr annehmen, liebe Geschwister. Er hat es ja schon gemacht. Er hat alles durchgemacht für uns, um uns zu gewinnen, um uns zu erkaufen und uns seinem Vater uns zu zeigen als seine Braut, geschmückt, heilig, rein, ohne Runzel und nichts, kein Schatten in sich. Und das hat der Herr bis jetzt gemacht und wird es weiter tun. Denn der Herr ist nun in der Rechten der Macht und ist der Fürbitter für uns. Und er, liebe Geschwister, ist ein Mittler für unsere Sünden, für unsere Schwachheiten vor unserem Vater, Gott. Denn wahrlich, liebe Geschwister, wenn Jesus Christus nicht als Mittler zwischen Gott und der Menschheit wäre, wären alle schon zerstört worden. So wie der fruchtlose Feigenbaum. Der Besitzer hat zum Arbeiter gesagt, schneide sie, fäll sie, denn sie bringt nichts. Und er hat gesagt, los, lass sie noch ein bisschen, lass sie noch dieses Jahr. Das ist der Langmut des Herrn. Der Langmut des Herrn ist dies, der uns noch weiter leben lässt. Er bringt uns erstmal zur Buße, denn der Herr wartet natürlich auf den Sünder, aber wartet auch auf uns, dass wir unser Leben zurechtbringen und wachsen, dass wir befreien von dem Nichtigen dieser Welt, damit sie unser Herz nicht wieder erobern. Wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Denn der Herr wird wie ein Dieb in der Nacht kommen, und das ist natürlich nicht das zweite Kommen, sondern das ist die Entrückung wie ein Dieb. Aber hier steht, er kommt, hier sieht ihn jeder, also wird er nicht der Dieb sein. Also sind es zwei verschiedene Ereignisse. Denn hier steht, es wird ihn jeder sehen. Er kommt mit Kraft und mit viel Ehre, mit viel Macht. Und wir sehen es im Zeitraum dieser Offenbarung, wenn wir sie auslegen, wie alles geschehen wird, wie die Könige sind oder wie die anderen Machten hier auf Erden sich verstecken und sagen, versteckt uns oder bedeckt uns, dass wir die Wut des Lammes entgehen. Das Lamm ist nicht böse, liebe Geschwister. Es ist rein. Es hätte er besser gesagt, von der Wut des Löwens. Er kommt nicht mehr als Lamm, unser Herr, liebe Geschwister. Und die Menschen werden mit ihm machen, nicht mehr, was sie wollen. Das ist nun vollendet, dieses Werk. Und nun in der Gnadenzeit machen die Menschen, was sie wollen. Sogar die Gläubigen machen noch, was sie wollen. Die keine Furcht Gottes in sich haben. Die aber, die Furcht Gottes in sich haben, machen nicht, was sie wollen in ihrem Leben. Sie prüfen das Wort. Sie schauen in den Spiegel Gottes, was das Wort ist. Und sie verbessern sich. Sie tun das Gute, neigen weg vom Bösen, wählen immer das Gute. Und sie gehen nicht wieder wie die Schweine wieder zurück in den Mist, um sich wieder dreckig zu machen. Das ist sehr sauber, ein Schwein, wenn man es sauber macht. Aber wenn es wieder in den Schlamm reingeht, dann ist alles wieder dreckig und unschön. Und so sind die Menschen, die der Herr reingemacht hat, und sie wieder ins Alte zurückkehren. Es ist nicht gut für uns, wieder ins Alte zurückzukehren, liebe Geschwister. Denn so machen wir wieder schmutzig. Denn das reine Gewand, das uns der Herr gereinigt hat, und nur das Blut des Herrn kann dieses reinigen, liebe Geschwister. Unser Herz, unsere Seele und dieses weiße Gewand. Also, am zweiten Kommen werden alle Menschen sehen. Und das ist das zweite Kommen des Herrn. Wenn der Herr die Entrückung macht, werden ihn alle sehen? Nein. Dann werden ihn nicht alle sehen. Auch die törichten Jungfrauen werden nicht erkennen, dieses Ereignis. Denn sie haben sich schon mit der Welt eins gemacht und mit der Sünde und bleiben zurück. Das müssen wir verstehen, liebe Geschwister. Kein Gebet haben die törichten Jungfrauen. Sie haben kein Öl in ihren Gefäßen, kein Licht. Das fängt an zu rauchen.
Und dann stört es auch, dieser Rauch, der aus einem Doch kommt, das nicht in Öl getränkt ist. Und es stinkt auch. Die Augen schmerzen und alles wird schwarz. Das heißt, die törichten Jungfrauen, liebe Geschwister, haben sich befreundet mit der Welt und sind wieder zurück zu den Alten. Und deswegen sind sie zurückgeblieben. Wenn sie aber heilig gelebt hätten, wenn sie noch das Gefäß voll mit Öl hätten, dann würden sie auch eintreten in die Gnade des Herrn. Aber leider haben sie es nicht wichtig genommen, weil der Herr langmütig ist, sagen die, ja, wir sind schon 2016, wird jetzt der Herr kommen? Wird der Herr denn fragen, mich oder dich, wann er kommen wird? Oder werden wir ihm sagen, komm jetzt? Das ist entschieden vom Vater, vom Sohn und dem Heiligen Geist. Aber warum sagt uns das der Heilige Geist nicht, wann er kommt, damit wir uns vorbereiten? Warum? Warum soll er sagen? Er braucht es nicht sagen. Der treue Diener ist immer bereit und macht seine Arbeit. Er geht nicht schlafen. Er schlägt nicht seine Mitdiener. Nein. Aber was erwartet auf seinen Herrn? So müssen wir auch sein, liebe Geschwister. Bereiten wir uns und warten auf den Herrn, denn er kommt in der Zeit, in der wir nicht auf ihn, der keiner darauf denkt. Aber das ist nicht die zweite Ankunft des Herrn. Die zwei sind nicht die gleichen Ereignisse. Es ist nicht ein Ereignis. Die Entrückung der Gemeinde mit dem zweiten Kommen unseres Herrn, da sind 7 Jahre, die dazwischen liegen. Weil der Herr kommt am Ende der sieben Jahre, wenn die Israeliten natürlich nach weinen und nach ihm verlangen und dann erkennen, dass denn ihre Väter gekreuzigt haben, der Messias ist. Ja, Herr, wir haben dich verraten, aber bitte komm jetzt. Die Juden warten immer noch auf den Messias. Sie haben aber nicht erkannt. Es gibt Christen, die sagen, es gibt kein Israel. Es gibt den fleischlichen Israel, liebe Geschwister. Und es gibt parallel den geistlichen Israel aus allen Nationen. Aber es gibt auch das Israel des Fleisches. Und das ist die Braut. Die Jungfrau, das ist die Gemeinde. Es sind die anderen Segnungen für Israel und andere sind die Segnungen für die Braut. Die Segnungen für Israel sind irdisch. Und die werden eine sehr wichtige Rolle spielen in dem tausendjährigen Reich. Denn wisst ihr, was die Hauptstadt der Welt sein wird? Berlin? Athen? Oder New York? Viele glauben dies. Nein, Jerusalem wird die Hauptstadt der Welt sein. Die alle drauf, alle Religionen sich dort versammelt haben und Anspruch wollen an diese Hauptstadt. Und da wird der Herr kommen. In der Hauptstadt des Friedens. Und das wird die Stadt der Feste sein, wenn der Herr 1000 Jahre herrschen wird. Aber die ewige Hauptstadt wird das himmlische Jerusalem sein. Aber es muss erst erfüllt werden, das prophetische Wort, dass der Herr hier auf Erden richten muss und herrschen muss. Und ich denke, es ist eine kurze Zeit, bis das kommen wird, damit wir auch zusammen mit dem Herrn diese 1000 Jahre mit allen Menschen durchmachen. Natürlich nicht mit diesem Leib. Wir werden mit dem neuen Leib sein, den gleichen Leib unseres Herrn. Und wir werden hier mit dem Herrn zusammen herrschen. Denn wir sind die Braut, die Jungfrau des Herrn. Und die Gemeinde Jesu Christi ist ein Teil Gottes. Es ist ein Teil seiner Göttlichkeit. Er hat sie mit seinem Blut erkauft, mit seiner Seele. Sie gehört ihm. Gott gehört sie. Und er sagt, er hat sie erkauft mit seinem eigenen Blut. Und das wissen wir. Und wenn Sie das sehen, werden alle Nationen und alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Das steht auch im Jesaja.
neben Zacharias. Kapitel 12. Zacharia 12, 9. Und es wird geschehen an jedem Tag, dass ich danach trachten werde, alle Heidenvölker zu vertilgen, die gegen Jerusalem anrücken. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, denn sie durchstochen haben. Das sind die Worte des Herrn. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihr Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. An jedem Tag wird es eine große Klage geben in Jerusalem, wie die Klage in Hadamon Rimon war in der Ebene von Megiddo. Und das Land wird klagen, jedes Geschlecht für sich, das Geschlecht des Hauses David und ihre Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Nathan für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Levi für sich und die Frauen für sich. Das ist Israel, was trauern wird. Das Geschlecht des Semiter für sich und ihre Frauen für sich. Ebenso alle übrigen Geschlechter, jedes Geschlecht für sich und ihre Frauen für sich. Nicht nur Israel wird trauern, aber alle Nationen der Welt, alle Geschlechter der Welt. Denn in den 7 Jahren werden alle Nationen in Trübsal sein. Das wird ein weltumspannender Trübsal sein. Und deswegen im 7. Kapitel der Offenbarung gibt der Herr, die Engel, ein Zeichen an, gibt ihnen ein Mahlzeichen, damit die Wunden nicht auf sie Einfluss haben. Aber die das Mahl des Biestes nehmen, die werden alle Krankheiten und das ganze Übel abnehmen. Es werden nicht nur 144.000 sein, die sind von den 12 Nationen von Israel. Aber auf der ganzen Welt wird der Herr sammeln, die jetzt glauben werden an die zwei Propheten. Und die 144.000, die werden auch predigen während der Trübsal. Denn sie werden der Anfang sein von Israel und sie werden immer mit dem Herrn sein, so wie wir. Aber dann wird jede Nation sein und alle Stämme Israels wird trauen. Alle Geschlechter der Welt. Denn sie werden die Dinge werden, liebe Geschwister, dass sie enger werden und es wird sehr viel Blut fließen. Und der Teufel, der bereitet die Menschen vor mit diesen Filmen, die sind ja nur Blutvergießen. Natürlich ist es alles nur Kunstblut, aber psychologisch bereiten sie die Menschen schon drauf vor. Habt ihr schon mal aufgefallen? Die Fußballstadion heißt nicht mehr Stadion, sondern Arena. Das ist nicht zufällig. Wisst ihr, was früher bei den Arenen geschah im Römischen Reich? Da sammeln sich die Menschen, die sahen die Gladiatoren, wie sie sich abschlachteten. Und dort wurde bis zum Tod gekämpft und viel Blut wurde vergossen. Das war für die Menschen damals ein Vergnügen in der römischen Reich. Aber die Christen haben sie auch dahin geführt. Dort haben sie sich über sie lustig gemacht und dort haben sie sie getötet in den Arenen zum Schauspiel der Menschen dort. Und heute, die werden dann auch keine Lust mehr für den Fußball haben. Dass sie 22 Leute sehen, dass sie einen Lederball hinterherrennen. Nein, sie werden sich versammeln, um schlimmere Sachen zu sehen. Um sehen, wie Blut vergossen wird.
Und es gibt auch Versteckte darin, die kämpfen jetzt bis zum Tod. Auf der Welt gibt es noch diesen Freikampf. Da versammeln sich Menschen und die kämpfen bis zum Tod. Es wird alles vorbereitet, liebe Geschwister. Aber für diese Zeit dann. Aber alles wird nicht automatisch geschehen. Alles geschieht scheibchenweise. Das europäische, die Währung kommt langsam, bis sie jeder hat. Langsam geschieht auch die europäische Gemeinschaft. Alles geschieht in der Salamitaktik und systematisch. Wir sehen, wie die Technologie sich entwickelt hat. Alles geht langsam. Erst hatten wir solche Handys gehabt, die waren riesig wie Prügel. Aber die werden immer kleiner. Immer mehr Nanotechnologie. Ich weiß noch nicht, ob sie schon fertig sind, aber ich denke, die sind schon alles, die haben schon alles bereit, um alle, die komplette Welt zu spionieren und alles zu überwachen. Die Satelliten sind oben, alles ist vorbereitet, alle, wir sind voll verkabelt und natürlich auch haben jeder seine Datei und jeder von uns ist eine Nummer. Aber was die Gemeinde angeht, liebe Geschwister, das heißt nicht, dass wir jetzt diese Karte haben und den Barcode haben, dass wir dem Antichrist gehören. Viele haben Angst und sagen, oh, das ist alles des Antichristen. Nein, liebe Geschwister. Das Mal des Biestes wird entweder in der rechten Hand oder auf der Stirn gesetzt. Sie werden sagen, gib mir die rechte Hand oder auf die Stirn. Versteht ihr, liebe Geschwister? So weit wird die Technologie gehen. Und sie fangen schon an, Versuche zu machen. Wir gehen in Richtung Ende zu. Nicht zum Ende, sondern zum Ende des Endes. Der Herr soll uns bewahren, liebe Geschwister. Aber das ist natürlich alles geschrieben, damit wir wissen, was passieren wird und es dran glauben. Wir werden nicht mit den Geschlechtern weinen. Wenn die weinen, werden wir mit dem Herrn gemeinsam auf die Erde zukommen. Unsere Kampf wird sein bis zur Entrückung, liebe Geschwister. Bis dahin müssen wir es aushalten, das, was der Herr uns geschenkt hat, damit kein anderer uns einen Kranz nimmt. Bis dahin müssen wir uns die Erlösung bewahren. Bis dahin müssen wir rein und heilig bleiben. Und ab dann werden wir immer mit dem Herrn sein. Aber bis wir schaffen, liebe Geschwister, diesen Zeitpunkt, bis der Herr uns annimmt und hier entrückt, müssen wir beten und den Herrn bitten, uns zu helfen, dass wir richtig wandeln und dass wir in diesem engen und schwierigen Weg bleiben. Es ist notwendig, denn im breiten Weg, da wird das Fleisch, die Seele und der Geist verschmutzt, liebe Geschwister. Aber beim engen Weg, dann haben wir immer den Herrn bei uns und werden automatisch geheiligt und gereinigt. Entscheiden wir uns immer für den engen Weg, liebe Geschwister, und seien wir nicht eifersüchtig auf die anderen Menschen und neidisch, die auf den weiten Weg, auf den breiten Weg gehen. Es sind viele, die diesen Weg folgen, aber gehen die meisten dahin? Ja, wenn es der Herr sagt, dann ist es so. Das ist der breite Weg, für den sich die meisten Menschen entscheiden. Und wenige sind die sich, die den engen Weg finden. Wenige. Aber Auserwählte. Und sie werden mit dem Herrn immer ewiglich zusammen sein. Die Welt verneinen, die Sünde verneinen und Gottesfurcht haben in sich. Wenige sind die gerecht leben, liebe Geschwister, in dieser Welt. Und in Gottesfurcht. Viele aber sind die, der Herr berufen hat, aber wenig sind die Auserwählten. Und der Herr reinigt uns, liebe Geschwister. Und die Trennung geschieht schon in der Gemeinde und auf der ganzen Welt. Die törichten Jungfrauen von den klugen Jungfrauen. Aber wir können jetzt nicht sagen, wer töricht und wer klug ist. Aber von der Frucht werden wir es erkennen, liebe Geschwister.
Wenn wir Bäume ohne Frucht sind, die nur Blätter haben, dann sind wir dem Herrn nicht wohlgefällig. Und was ist das? Das Blatt, das, wir haben den Namen, dass wir leben, aber wir sind tot. Ja, ich gehe in die Gemeinde, ich bin vielleicht gegenwärtig hier mit meinem Leib, aber mein Geist treibt in Honolulu rum. Oder in Karibik, in Kuba, mit dem Geist. In Australien. Gegenwärtig im Geist, gegenwärtig im Leib und gegenwärtig in der Seele, mit der Seele. Der Herr soll uns vollkommen reinigen. Alle drei, liebe Geschwister, Leib, Seele und Geist. Denn diese drei gehören unserem Herrn. Das ist Teil des Herrn. Und liebe Geschwister, solange wir das Wort lesen und im Wort standhaft sind, sind wir stark und werden auch Frucht bringen. Aber wenn wir das Wort nicht lesen und nicht glauben, dann werden wir ein Feigenbaum nur mit Blättern sein. Und das ist dem Herrn nicht wohlgefällig. Und wir werden es nicht schaffen, ans Ziel anzukommen. Warum? Weil der Segen fehlt. Denn die Frucht ist der Segen, liebe Geschwister. Der Herr sagte, ich habe euch hierher gebracht, ich habe euch berufen, dass ihr Frucht bringt. Und er sagt noch was an. Er hat nicht nur gesagt, dass ihr Frucht hat, und die Frucht soll bleiben. Wir haben einmal Frucht gebracht und das war's. Und jetzt nur noch Blätter. Nichts anderes. Nein, liebe Geschwister, Bruder, die Frucht muss bleiben. Dass der Baum, der im Wasser seine Wurzeln schlägt, der bringt die Frucht immer. Immer, wenn die Jahreszeit kommt, dann bringt er seine Frucht. Und das erwartet der Herr von uns, liebe Geschwister. Ja, wenn er uns besuchen kommt, dass er Frucht sammelt und nicht, dass er nichts findet. Und nicht mal Blätter vielleicht manchmal. Aber reichen die Blätter? Nein, nicht mal die Blätter, liebe Geschwister. Deine Frucht ist dem Herrn wohlgefällig. Was ist die Frucht? Seelengewinn. Das ist ein Teil der Frucht. Denn von unserem Leben und so wie wir wandeln, werden wir Grund, dass andere Menschen glauben. Von unserem Zeugnis, das wir abgeben. Aber es ist auch die Frucht des Heiligen Geistes, das ist der Charakter Jesu Christi, das demütige und ruhige Geist, dieses heilige, der heilige Wendegang, Werdegang. Was hat er gesagt? Nathanael, da ist ein Israel, in dem keine Bosheit im Mist ist. Das war ein einfacher, ein demütiger Mensch. Wo kennst du mich, sagte er, der Nathanael, dem Herrn. Denn der Nathanael, das war ein demütiger Mensch. Wenn es der Herr schon sagt, da ein Israel, in dem keine Bosheit im Herzen ist. Und er sagt, woher kennst du mich, Herr? Der Herr kennt doch alle, liebe Geschwister. Er weiß, was in uns drin steckt. Weiß denn der Herr nicht unser Leben, unser Eingang und Ausgang? Kennt er der Herr nicht, wann wir uns legen, wann wir aufstehen? Der Herr kennt alles. Und der Nathanael war verwundert. Wo kennst du mich, Herr? Er sagte, als du unter dem Feigenbaum warst, da habe ich dich schon gesehen. Wahrlich, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, der Erlöser Israels, der Messias. Aber das hat der Petra nicht als erstes gesagt, das hat der Nathanael als erstes gesagt. Nathanael hat es als erstes gesagt, dieser Apostel, und es wurde sein Jünger. Er hatte keine Bosheit in sich. Der Herr kennt unser Leben, liebe Geschwister. Und ihr sollt wissen, das Phänomen, das kann einen durcheinander verführen und nach anderen was anderes zeigen, als das, was er innerlich hat. Wir sind alle aus Erde gemacht, liebe Geschwister. Und wir schauen nur das, was äußerlich ist. Wir können ja nicht in die Herzen reinschauen. Und der Herr schaut in die Herzen rein und er erforscht sie. Und wir, liebe Geschwister, wir richten nach dem Äußeren. Und wir sagen, Bruder, wir sind Christen. Aber manchmal, unser Leben zeigt es nicht. Unser Leben bezeugt nicht, dass wir Christen sind, denn wir leben wie die Welt. Wir reden wie die Welt. Wir verhalten uns wie die Welt. Manchmal kommen Wörter, liebe Geschwister, raus, die wir nicht sagen dürfen. Lassen wir den Herrn, dass er die Kohle aus seinem Opferaltar bringt, wie dem Jesaja. Der hat ja auch die ganze Zeit nur Ue und Ue geschrien. Der hatte ja auch
schmutzige Lippen bekommen. Er hat sich auch verleiten lassen. Weh dem anderen, weh dem anderen, weh dem anderen. Jeder hat den anderen gerichtet. Und liebe Geschwister, das Richten im Volk Gottes bringt keine guten Ergebnisse. Das führt zur Katastrophe, dem Schwester oder dem Bruder zu richten die ganze Zeit, die Splitter aus seinem Auge rausziehen will. Und den Pfosten in mein Auge sehe ich nicht. Nein, liebe Geschwister, der Herr hat uns nicht als Richter hierher gebracht. Der Herr hat uns hierher gebracht, um uns zu reinigen, zu heiligen und ein Volk, heiliges Volk zu machen, damit wir seine Gutmütigkeit und Güte verkünden. Was sollen wir machen? Immer das Gute tun, allen, ja. Erstmal unseren Gleichgläubigen und mit anderen Menschen Frieden haben und jeden Menschen das Gute tun. Denn das ist ja, was die Menschheit braucht. Und so ist es auch geschrieben. Wir danken unserem Herrn. Und all dies, liebe Geschwister, damit wir unseren Herrn treffen und immer mit unserem Herrn bleiben. Und das steht im 8. Ich bin das Alpha und das Omega. Alpha ist der erste Buchstabe des griechischen Alphabets und Omega ist der letzte Buchstabe. Ich bin das Anfang und das Ende. Der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Hier sehen wir, liebe Geschwister, seine Eigenschaften. Er ist ein Schöpfer. Er war am Anfang bei Gott. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Am Anfang war das Wort, sagt Johannes. Er sagt nicht, am Anfang war der Vater. Warum sagt er das Wort? Wisst ihr, was hier geschieht? Die Menschen, die tun den Jesus Christus nicht annehmen. Sie sagen, es gibt Gott, gibt es einen Christus? Da geht ihnen der Blut in den Kopf, da steigt ihnen das Blut in den Kopf. Das ist ein Name, der widersprochen wird. Das ist der Stein für den Fall. Das ist für die Israeliten eigentlich der Eckstein, der auf den fällt, der wird zerschmettert. Und auf den er fällt, zerschmettert denjenigen. Es gibt Menschen, die sagen, Jesus war kein Gott. War nicht Gott, aber er ist Gott. Im 1. Timotheus 3,16, Gott erschien im Fleisch. Das Wort wurde Mensch. Gesegnet sei der Herr. Ein Mensch, das Wort Gottes, ja. Er musste Mensch werden. Wie wir, aber ohne Sünde, damit die Errettung kommt. Damit das Opfer geschieht. Das Opfer, welches einmal geschehen ist und jeden Menschen errettet, wenn er glaubt, und befreit jeden sündigen Menschen. Dieses Opfer Jesu Christi. Denn der Mensch von seiner Natur ist schon zum Tod verurteilt. Denn es gibt keinen Gerechten. Wir waren Kinder des Zorns. Kinder der Wut, des Todes. Dahin gingen wir, liebe Geschwister. Aber der dies abgebremst hat, den Tod, das war unser Herr Jesus Christus. Gesegnet sei sein Name. Er sagte, ich bin das Alpha und das Omega. Der Anfang und das Ende. Alles hat mit dem Herrn Jesus Christus angefangen. Alles ist durch Jesus Christus entstanden und alles wird mit Jesus Christus enden. Und ihr wisst, liebe Geschwister, den Herr, den sehen wir auch in Edem. Da wurde schon die Prophetie vom Vater gemacht. Was hat er zu der Schlange gesagt? Ich werde mit der Frau und gegen dich eine Feindschaft setzen und er wird dir den Kopf zerschmettern und du wirst ihn an der Ferse verletzen. Und das ist die Prophetie, dass das Wort Mensch würde und vom Samen der Frau
Er sagt nicht vom Samen des Mannes. Warum sagt er nicht vom Samen des Mannes? Weil Jesus Christus war nicht von Mann entstanden, sonst wäre er auch wie wir ein Sündiger, voll mit Sünde. Aber Jesus Christus hatte keine Sünde, er war ohne Sünde, vollkommener Mensch, mit Schwachheiten, ja, nicht zur Sünde. Ja, er hatte Mitgefühl und er wurde auch, er hat geweint zweimal, so wie wir sehen. Er wurde auch müde, er hatte ja diesen Leib. Er hat wie wir gegessen und hat geschlafen wie wir und er hat sich ausgeruht wie wir. Er hatte ein Fleisch, er hatte Blut und Knochen, ein richtiger Mensch, nicht halb Geist, halb Mensch oder halb oder ganz Geist. Aber der Johannes sagt, dass, wenn er sagt, dass der Herr nicht im Fleisch gekommen ist, ist nicht vom Herrn. Und wir glauben, dass der Herr in Fleisch und Blut hier unter uns war. Er ist gekommen, um alles zu verbinden. Die Erde mit dem Himmel, den Mensch mit Herr. Er ist gekommen, um zu befreunden den sündigen Menschen mit dem heiligen Gott. Und man brauchte einen heiligen Mittler, ein heiliges Opfer. Und dies ist geschehen. Dieses Werk konnte kein Mensch von alleine tun, liebe Geschwister. Und das hat der Sohn des lebendigen Gottes gemacht, weil er keine Sünden hatte. Und deswegen konnte ihn der Hades auch nicht halten. Da der Hades ihn nicht halten konnte, hat ihn der Geist Gottes auferstehen lassen am dritten Tag. Und seine Jünger sahen ihn. 40 Tage hat er sich ihnen gezeigt und hat ihn für das Himmelreich gepredigt. Aber er war auch mit ihnen, hat auch mit ihnen zusammen gegessen. Mehl, Honig und Fisch, so wie wir einmal gesehen haben. Wisst ihr, im Alten Testament, im Jesaja, er sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Das sagt er. Ist es Jesus Christus? Ja, das ist Jesus Christus. Manche, weil der Herr diese Doppelnatur hat, ist ganz Gott und ganz Mensch. Sie sagen, das ist so ein schwacher Mensch und zeigen auch wie ein kleines Kindchen. Viele sagen, das ist nur aus Zufall geschehen. Als Mensch wusste er nicht alles, er wusste wenige Dinge, wenige Sachen. Aber das ist eine Pseudo, eine Falschlehre und ein großes Fehler. Jesus Christus wusste alles. Er hat alles gesagt, alles verkündet. Er hat alles gesehen und kannte alles. Aber er hat die Gottheit nicht genutzt. Und all das, was geschah, geschah durch den Heiligen Geist. Und immer durch den Heiligen Geist geführt als Mensch. Er hat sich entleert und nahm die Form eines Menschen. Und er hat es nicht als Raub gesehen, dass er gleich war wie Gott, aber ist für eine geringe Zeit kleiner als die Engel geworden. Was heißt das? Hat der Herr seine Allmacht verloren, seine Allwissenheit und seine Weisheit? Hat er alles vergessen? Nein, liebe Geschwister. Wenn er es nicht gewusst hat, wer hat es dann gewusst? Dann ist er nicht unser Gott, wenn er es nicht wusste, dann, wenn er es als Mensch nicht wusste. Er wusste alles, liebe Geschwister. Er wusste, wann er nach Jerusalem kommt, wann sie ihn kreuzigen. Er wusste, dass er auferstehen wird. Oh, er wusste das alles. Er wusste es. Er war Gott. Und noch was anderes. Wer kann, liebe Geschwister, der Natur Befehle geben und dass die Natur ihm gehorcht? Nicht im geistlichen und nicht einem leiblichen Wesen gehorchen die Naturgewalten. Nur eine Stimme ist es, dem Schöpfer. Auch die Toten hören diese Stimme und
stehen auf. Wir können schreien, so laut wir wollen. Hat schon jemand sich getraut, vor dem zu schreien, Lazarus, steh auf? Aber einer hat es sich getraut, Jesus Christus. 4 Tage war er schon im Grab. Es hat schon gerochen. Und er sagte, aber nimm den Stein weg, sonst noch mehr stinken. Nein, er sagte, nimm den Stein. Und er hat laut geschrien, Lazarus, komm heraus. Wenn er gesagt hätte, alle Toten kommt heraus, dann hätten wir die vollkommene Auferstehung. Glaubt ihr danach? Glaubt ihr daran? Denn es sagt auch im Johannesevangelium, die Toten werden die Stimme hören, des Sohn Gottes. Die einen werden zum Leben auferstehen. Wenn er damals zum Lazarus gesagt hätte, in dieser Zeit, es steht alle auf, hätte er nur gesagt, Lazarus, steh auf. Nur Lazarus, der andere bleibt noch hin. Glauben wir daran, liebe Geschwister? In seiner Stimme gehorcht alles. Wer hat den Wurm befohlen, dass er die Wurzeln ist da beim Jonas? Nein, ist nicht von alleine gegangen. Wer hat diesen großen Fisch befohlen, den Jonas zu verschlingen? Der, der alles erschaffen hat. Nimm nun in deinem Bauch, dass er vielleicht zu sich kommt. Und auch dem Wurm, hat er gesagt, auch die Pflanze, die in einer Nacht so groß geworden ist, das wurde auch durch den Befehl des Schöpfers getan. Und den Wurm, auch der Herr, geh nun die Wurzeln essen. Alles hört auf die Stimme des Herrn, liebe Geschwister. Aber die Einzigen, die nicht daran gehorchen, sind wir Menschen, liebe Geschwister. Auch manchmal wir Gläubige sind manchmal schwerhörig und das ist traurig. Wir machen so, als ob wir nicht hören würden. Wir machen so, als ob wir nicht verstehen würden. Und wisst ihr, wo man das erkennen kann? Ich persönlich, wo ich es erkenne. Der Herr sagt, wenn dein Kind dir nach dir verlangt, wenn es sagt, gib mir Brot, gibst du ihm einen Stein? Natürlich nicht. Natürlich geben wir ihm das Beste. Wenn er dir sagt, gib mir einen Fisch, gibst du ihm eine Schlange. Und wir werden den Fisch noch reinigen, damit er sich nicht verschluckt. Schaut mal, wie der Herr spricht. Wenn ihr, die eigentlich listig seid, und gibt das Gute euren Kindern, wie mehr ich, der Vater, der wahrlich gut ist, der denn gute Gaben geben, die danach verlangen. Und keinen Geist, wenn er danach verlangt. Wir sind listig, liebe Geschwister. Das haben wir noch viel Schlechtes in uns. Das sagt der Herr. Der Herr soll uns bewahren, liebe Geschwister. Glauben wir in seiner Allmächtigkeit, in seiner Gottheit. Denn ist der Gott des Abrahams, Isaac und Jakob. So wie er Israel aus Ägypten geholt hat, wird er uns auch aus dieses Ägypten holen. Das ist noch schlimmer als Ägypten geworden, diese Welt, das Sodom und Gomorra. Jetzt haben die in Griechenland auch gewählt, dass sich Gleichgeschlechtige heiraten dürfen. Mann und Mann, Frau mit Frau. Das wird nicht gut gehen, liebe Geschwister. Und sie freuten sich alle. Dachte ich, oh je, die Sünde wird gesetzlich machbar, liebe Geschwister. Und ich weiß nicht, was noch kommen wird. Der Herr wird noch ein paar Sachen zulassen, damit wir nach ihm verlangen, dass wir hier entrückt werden. Denn wenn ich nach ihm verlange, wird er nicht kommen. Der Geist sagt, komm, und die Braut sagt, komm. Aber noch sagt es die Braut noch nicht. Wir schauen, wie viel Zeit wir noch haben, liebe Geschwister. So wie die Dinge voranschreiten, werden sie auch die Vermählung von Mensch mit dir
erlauben. Das werden sie auch gesetzlich festhalten, liebe Geschwister. Denn sie haben Gott aus dem Leben genommen. Sie wollen Gott nicht, sie wollen nicht die Wahrheit. Europa wird das Land des Antichristen werden. Es gibt kein einziges Mal das Wort Gott. Früher haben sie gebetet in den Schulen und in den Bundestagen. Jetzt wollen die die Gebete rausnehmen. Die Menschen gehen in die Gottlosigkeit und nach der Gottlosigkeit kann man es vergessen. Dann kommt der Freiraum für den Teufel. Die Menschen werden besessen. Sie wollen Gott nicht. Es ist ihr Recht. Ja. Der Herr zwingt keinen. Und der Herr sagt auch, der mich folgen will, soll mir folgen. Folgen wem, liebe Geschwister? Denn die Tage sind böse und listig. Mann mit Mann und Frau mit Frau. Es ist nicht schön für mich. Und ich sage immer, der hat Adam eine Frau gemacht. Kein Adam hinter ihm gestellt. Oder der Eva eine andere Eva. Nein. Als erstes wurde Mann und Frau gemacht. So hat es der Herr gemacht. Aber der Mensch will es nun ändern. Denn er hört auf die Stimme des Teufels. Der Herr soll Gnade tun, liebe Geschwister, und uns bewahren. Wir glauben an unserem Schöpfer und wir warten auf ihn. Der wird Ordnung bringen und Mensch schafft es nicht. Nur wenn der Herr kommt, dann wird er mit eisernen Rute die Nationen führen. Und er wird sie zerstören, wie die Gefäße des Töpfers. Der nicht gehorcht, der wird zerstört, zerschmettert. Wird es ein Diktator sein? Nein. Er ist der Schöpfer. Er hat alles gemacht. Und er wird Ordnung bringen. Denn es ist ein Herr der Ordnung. Jetzt als erstes macht er Ordnung in seiner Gemeinde. Denn das Richten des Herrn fängt von seinem Haus an. Manche denken, was ist das jetzt für ein Wort, warum ist es so hart? Das hört sich so stark an, so gesetzlich an. Was hat der Bruder und spricht so? Der Bruder kann nicht so reden. Wir haben nicht das Recht zu reden, wie wir wollen. Aber ich glaube, der Heilige Geist, der Herr durch den Heiligen Geist wird sein Haus reinigen, seine Gemeinde. Und er wird uns vorbereiten und heiligen und er wird kommen, um uns zu empfangen, damit wir immer bei ihm sind. Der Herr, Amen, liebe Geschwister, Herr, soll uns segnen.